Herzlich willkommen in Wolfenbüttel, einer ehemaligen Residenz- und Festungsstadt, auf einer neuen Tour, die sogenannte Genussmanufaktur. Da Bier das Getränk des einfachen Volkes war, der Hof François hat natürlich Wein getrunken, werden wir jetzt einen Abstecher zu Barrique machen, wo wir auch Weingenuss erfahren werden. Nicht nur der Tee, wie wir bei dem Haus gesehen haben, kam 1700 nach Wolfenbüttel, auch Kaffee und Kakao eroberten Wolfenbüttel Anfang des 18. Jahrhunderts, denn bei Hofe pflegte man Kaffee zu trinken. Was das einzig wahre Oka Athen und diese Fachwerkperle an diesem Fluss ausmacht, sind dann auch die kleinen Lädchen, bei denen man nach aller Herzenslust schlemmen kann. Vielen Dank und kommen Sie bald wieder in die Lessingstadt Wolfenbüttel.